Dieses Video zeigt die Darsteller privat. Möchten Sie die Illusion der Rollen für Ihr Kind aufrechterhalten, schauen Sie es bitte alleine weiter. Was machst du denn? Ich hab mein Bein aufgestoßen! Knichel! Es geht wieder los! Und El Paco ist dabei! El Paco ist endlich dabei! Was? Eins, zwei, drei. Auf zur Bühne durch den lila Flur! Aufbauen, wir freuen uns! Das kann ganz schön aufbauen sein. Das ist die Bühne. Hier in Eberswalde. Okay, Babette, ich verstecke mich. Gleich geht's los. Man hört die schon, weil wir im Dunkeln sind und die Kamera uns sonst nicht sehen kann. Deswegen sind wir grün. Ja, er hat Nachtsicht. Man kann im geschlossenen dunklen Raum damit filmen. Und El Paco passt auf hier. Wenn der Schneesturm über die Städte und Dörfer jagt, was immer dir geschieht. Abends im Hotelzimmer immer so, oh, ich denke, schade, noch ein bisschen Musik zum Einschlafen, aber jetzt habe ich meinen MP3-Player vergessen, da muss man schon sich irgendwie anderweitig helfen. Crash to the surface, where they can hurt us, we fall from the shallow now, in the shallow, in the shallow. Oh, ein Spielplatz. So, wir sind hier in, wo sind wir überhaupt gerade? Philadelphia. Schön, wir sind irgendwo in der Nähe von Philadelphia. Kein Spruch. Da, wo unser Hotel ist, wir mussten früher auschecken, deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, irgendwas zu machen. Und guckt mal, wie schön. Und deswegen auf geht's gefahren. Was der für ein Riesenboot im Ding ist. Was ist denn mit Manu? Manu, kannst du mal sagen, was du eben gesagt hast? Es regnet in Strömen. Ja. Wir hatten eigentlich geplant, jetzt um den See zu gehen. Das Problem ist, es gibt keinen Weg. Oh. Oh. Aber wie schön das ist. Oh, jetzt habe ich Hunger auf Steak. Dadam, dadam, dadadam. Und gleich zurück mit dem Wasser rein. Oh Gott. Kinder, macht das auch nicht zu Hause nach. Was macht ihr? Wir machen Fotoshooting. So. Okay, Manuela, geh ein bisschen weiter weg, damit man dich nicht so sieht. Cottbus, ich wär verrückt. Das ist unser Platz hinter der Bühne. Das sind unsere Bühnenaufgänge. Und das ist der Saal. Stell dich mal dahin, damit man sieht, wie groß das ist. Und Fabi ist 1,90 oder 1,17 Meter. Kann Fabi bitte mal ein Pfennigstück halten? Das ist der Cent vielleicht. Mein Kopf ist die Größe eines 2-Euro-Stücks. Das ist der Rest. Du musst da eigentlich mal reingehen, damit man das richtig sehen kann. Weil du siehst natürlich groß aus, wenn du hier vorne This bist. This is MTV and welcome to my crib. Ein paar Kabel und so Zeug, was man halt braucht. Ne? Ein Telefon. Das ist für Dave. Oh, Dave ist dran. Oh, ja. Von dem habe ich ganz gerne immer, kann man immer so machen. Oh, hier ist doch mal eine geile Bank. Ein erfahrenes Sofa. Es ist so riesig und unser Raum ist auch so... Was macht ich? Was? Es gibt Bilder, die will man nicht sehen. Oder? Was macht ihr mit El Paco? Was denn da? Was ist das? Oh, El Paco. Ey, El Paco, wie geht's dir? Aber hey, kleiner Freund. Na, alles gut? Warum, El Paco, bitte schon einen Ballon am Bein? Ich habe einen Ballon gekauft, der wollte einen haben, der wollte einen haben. Und warum war er so weit oben? Weil er hoch hinaus will. Alpakas leben in einer Höhe von vielen tausend Metern. Sie sind die Höhenluft gewöhnt. Hier in Deutschland ist das leider nicht so, dass sie artgerecht gehalten werden. Deshalb, El Paco. Was habt ihr mit El Paco gemacht? Nicht dein Ernst! Weißt du wie... Alter, nicht dein Ernst. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Kann man nicht einmal im Backstage wenigstens sich gemütlich hinsetzen und alles in Ruhe haben? Muss man ein bisschen entspannen.
Komm in Schoß, entspanne ich mich gerne noch ein bisschen. Ja, wie wir sehen, hat Carina festen Stuhl. Also Elena, ich kann dich beruhigen. Jutta hat gerade gerufen. Knigel, wo ist das Tape? Ich so in der Garderobe. Jutta, wie hast du gemacht? Extrem. Ja, du hast den Elena-Move gemacht. Original. Mach ihn. Das war sehr lustig. Wir müssen einmal außen rum. Geh mal das Case holen. 10 Minuten nicht wieder. Oh, Dave hat heute den Sternenhimmel. Ich sehe den Sternenhimmel. So, und so sieht die Bühne übrigens von hier oben aus. Andreas, du musst jetzt was machen. Ja? Ja? Okay, du bist eine Runde weiter. Mit Vollgas übers Knopf. Oh. Der Gnichelgang. Der Gnichelgang. Das muss gut sein, ja. Ja, die Bewegung geht schon. Der Zwerg, er stört mich langsam sehr. Wo kommt denn dieser Zwerg jetzt her? Meine Soundcheck mit mehr Brutalität oder gut? Wow, also ich muss mal sagen, Cottbus hat wirklich den epischsten Gong, den ich jemals gehört habe. Hier, da ist er. Ach, den hört man nur da hinten. Hört mal. Das ist der Gong hier. Epischste Gong. Die singt schon wieder auf dem Klo. Ich geh da jetzt einfach rein. Heute sind wir in dieser Kirche. Ihr müsst wohl. Wo sind die jetzt hin? Ich dachte hier, aber hier ist ein Klo. Wo sind die denn jetzt? Hallo? Wo sind denn die Garderoben? Hä? Sind die Garderoben unter der Bühne? Hier ist zu. Hä? Putzraum? Hä? Wo geht's denn jetzt hier lang? Achso. Oh, ja, ganz unten in den Katakomben. Es sieht ein bisschen aus wie bei Hannibal Lecter hier. Oh, cool hier. Wow. So, das nehmen wir mal einen Backstage-Bereich hier hinter der Bühne. Das ist die Bühne. Okay, wir haben einen besseren Platz gefunden. Wir gucken uns das Stück an. Das war der dritte Vlog und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ne? Mehr Infos alles unten, wo wir spielen. Kommt doch live vorbei. Ihr könnt uns noch live sehen. Kommt live vorbei. Kommt live vorbei. Bis zum nächsten Vlog. Macht's gut. La 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 live. Na 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 na.